Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play der Nacktmann-Simulator mit Maki. Nein, wir spielen 7 Days to Die in der Alpha 11.1. Ganz oh schmutzig yes. Und gemein. 7 Days to Maki 11.1 Alpha. Komm mit. Wir konnten leider noch. Warte, ich muss noch wichtiges Zeug weglegen. Wie zum Beispiel die Antibiotika. Und ich mache mir noch kurz. Oh Mist, jetzt habe ich das ganze Zeug schon weggelegt. Noch ein neues Stone Pickaxe. Eine neue Stone Axe, weil sonst kommen wir durch die ganzen Türen nicht durch. X. Oh, Alter, braucht es viel Wasser, wenn ich das esse. Ich esse gerade Hundefutter oder sowas. Stein. Was brauche ich noch? Stein, Stick und ja, das andere Zeug kann ich mir auch so holen. Okay, das hätte ich mir auch so insgesamt selber holen können. Aber nein. Der Zwerg sagt nein. Maki sagt auch nein. Okay, los, komm Zwerg. Folge mir. Ich folge dir. Auf zum Atom. Au. Scheiße. Nicht wehtun. Mir geht's gut. Stop hurt yourself. Okay. Komm, Maki. Geradeaus, geradeaus, über den Hügel, über den Hügel. Oh verdammt, ich hätte mir vielleicht Arrows machen können. Warte mal, mir fehlt noch ein Stick. Den organisiere ich mir mal kurz. 7 Days. Du Maki, ich sollte meinen Bogen vielleicht auch nicht wegschmeißen. Das ist eine saudoofe Idee, habe ich hier. Ja, ich finde es auch nicht so toll. Also wirklich, ich weiß nicht, was du dir immer rausnimmst. Ganz ehrlich, ohne Witz. Okay, ich bin fast hinter dir. Oh, warte mal, da ist noch was. Oh, Large Bone, den nehme ich jetzt mal mit, dann können wir uns ja wieder Pfeile draus. Oh, Steine, nice. Wir brauchen unbedingt. Hey, Moment, wir können ja auch eigentlich mit der Stone Axe doch auch auf diesen Stein rumhauen, oder? Ja, schon, aber da kriegen wir dann Eisenteile raus. Ja, das auch noch, das ist ja noch besser. Warte, ich probiere das mal kurz, wie lange das dauert. Aber das dauert ewig, Maki. Was aber okay ist, weil wenn der Maki das hier versucht, ich helfe ihm mal, crafte ich nämlich auch an der Stelle auch nochmal ein bisschen Zeug. Und kann eine Axt. Yes! Weil da kriegen wir gleich einen Haufen mehr Steine raus, anstatt dass wir jetzt die ganze Zeit übers Feld laufen und die ganzen einzelnen kleinen Steine einsammeln. Oh, das ist sehr geil. Und wir kriegen natürlich gleich Eisen. Oh. Und dafür geht mein Zeug. Lager hier. Das geht richtig schnell kaputt. Hast du. Oh, ich hab 10 Small Stones. Warte, dann brauche ich jetzt ein bisschen Gras. Entschuldigung. Ich klopp ein bisschen aufs Gras ein. Das sieht nicht lächerlich aus oder so. Nein. Gott. So, wie viel haben wir da? 10 Iron. Ich find's so geil irgendwie. Ich find's so gut, dass wir 7 Days spielen. Irgendwie taugt mir das. Das ist Wahnsinn. Voll toll. Ich hab's voll vermisst. Denk an deinen Bogen, Maki. Bogen gleich ausrüsten. Ich hab Start. Oh, Stonies. Und die, wir sollten die Yellow, diese Dinger da. Chrysanthemen. Oh. Nein, das sind Golden Rod Flowers. Schmarrn, nicht Chrysanthemen. Und ich nehm das Koton mit. So, schnapp uns gleich mal das erste Häuschen. Ich habe meine Axt gepickt. Da hinten sind schon. Oh, da hinten sind sau viele, Maki. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Alles klar. Maki hat sie schon gelockt. Was? Die sind da drin. Sind die da drin? Ich glaub schon. Folge mir, mein Freund, folge mir. Bin drin. Schön langsam. Undetected. Bogen im Anschlag. Das hat sich angehört, als wäre es sensed. Ich glaube, die sind hinter uns. Halte dich bereit. Die sind hier drin, Maki, die sind hier drin. Wie viele? Einer, kommt hoch. Ich habe ihn gekillt. Alter, One-Shot, nice. Ich sehe nicht, wie viele es noch sind. Mach mal einen Fackel an. Ich glaube, das war der einzige. Warte, ich klatsche die eine Fackel gegen die Wand. Ich kann die nicht gegen die Wand klatschen. Nee, What? Geht, glaube ich, nicht. Alles klar, Maki. Ich schau nur gerade von unten. Ich schau nee, von oben. Unten kommt nichts. Ich mache mir jetzt gerade noch ein paar Woodframes, damit wir theoretisch. Alter, da hängt einer an der Tür. Wood. Oh nee, ich kann gerade keine Woodframes machen. Doch kann ich. Ich hoffe, ich werde nicht von hinten attackiert jetzt. Wir hätten auf dem Haus oben auf dem Dach bleiben sollen. Auf dem Haus hier oben auf dem Dach? Wäre doch geil, oder? Warte, ich mache mir ein paar Woodframes. Ja, weil in den Dörfern spawnen immer extrem viele Viecher. Ups. Okay, ich werde hinter uns jetzt Woodframes positionieren. Komm mal nicht rein, weil der blöde Zombie im Weg liegt. Jetzt. So, und dann werden wir das hier mal kurz ein bisschen zumindest aufrüsten. Hör einen. Okay, hinter uns ist gesichert. Irgendwo die sollten da zumindest nicht mehr durchkommen. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist die andere Tür einfach. Oh shit, wo bist du? Holy moly, ich bin ganz oben.
Ah, warte, du hast da was vergessen zu durchsuchen. Ich habe noch ein Repair-Tool gefunden. Ich höre extrem viel. Ja. Hey, du hast das ganze Zeug noch nicht durchsucht. Hier, Glass-Jar noch. Ich habe eine... Ah, oh, ich habe einen Helm. Nice. Ach, da bist du, okay. Und ich habe ein Hemd. Empty, endlich schaue ich nicht mehr so lächerlich aus. Lächerlich. Wow, ich komme nicht rauf. Jetzt hat. Komm mal rein. Ist ein bisschen saublöd, hier reinzukommen. Hey, ich komme hier irgendwie echt nicht mehr rein. Ich bin auf dem Dach. Warte mal, ich zerstöre mal kurz das Zeug hier. Alter Schwede, ich finde hier Loot-Zeug. Ich habe ein Loot-Glück, ein Loot-Glück. Ich habe Iron Pipes. Okay, passt. Ja, dann gehe ich jetzt aber nochmal runter und schaue, ob ich durch die eine Tür durchkomme. Warte mal, Maki. Ich bin bei dir. Da müsst ihr alles... inzwischen da? Nee, ich werde doch die ganze Zeit irgendwelche Zombies, aber... Ich auch. Ich breche jetzt mal durch die Tür hier. Ich habe Licht auf dem Kopf. Die kommen doch von unten hoch, oder? Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit, aber ich habe dazu gebaut. Von dem hier müssten wir ja nicht. Ja, die sind aber da. Echt? Ja, die sind direkt an dem Ball. Ich stehe oben und mach sie ab. Okay, ich baller mich hier mal durch. Schaut nämlich gut da hinten aus. Erwischt. Haltbarkeit. Undetected. Aber die stehen auch an der Tür, Marki. Also die stehen auch draußen an der Tür. Verdammt. Okay, meine Stone Axe ist im Eimer. Irgendwie habe ich das ganz böse Gefühl, dass die immer noch hinter uns her sind. Machen noch eine Stone Axe. Kann ich noch eine machen? Nein, hast du noch eine Stone Axe? Oder ich versuche mit dem Repair Tool. Oder warte, ich versuche mit dem Wooden-Club. Nein, warte. Ja, kannst du auch machen. Hau mal drauf ein, dann kommen wir hier weg. Die kommen eh nicht durch. Jetzt. Okay. Und rein. Go, go, go. Bookcase, ja, Hunting Knife und Ammunition Book brauchen wir alles gar nicht mehr. Bücher brauchen wir, glaube ich, allgemein nicht mehr. Nee. Okay, dann haben wir alles, oder? Verdammt, wir müssen raus hier wieder. Yep. Das ist echt irgendwie ein bisschen angeschlagen hier. Oh. Kommen wir da durch? Ja. Da okay, unten ist einer vor der Tür. Ja. Vorsicht, ich gehe nach links weg. Ziele. Da ist er. Einmal getroffen. Die Tür vorne, nach vorne ist offen, Marki. Ist down. Oh. Ja, das habe ich vorher nicht abgecheckt. Was habe ich da gefunden? Bier! Jetzt. Da geht's durch die Tür durch, warte mal. Ja, okay, da kommen wir halt jetzt nicht durch. Wow. Verdammt, wir brauchen besseres Zeug, damit wir uns durch die Wände durchballern können. Makita, wir sollten nach vorne rausgehen. Ja, ab ins nächste Häuschen. Ab ins nächste Häuschen. Ich habe Licht auf dem Kopf, also wir sind auf jeden Fall immer im Licht. Genau gegenüber, oder? Ich durchsuche mal kurz den... Da ist ein Schwein! Das ist ein Schwein! Okay, nimm das Schwein mit. Oh verdammt, das ist zu schnell, glaube ich. Oh verdammt, voll verzielt. Okay, ich lass lieber gut sein. Warte, da kommt noch eine Krankenschwester. Ich versuche die mal von hier zu treffen. Mist. Da kommt noch einer, den schnapp ich mir. Okay, ich mach weiter die Krankenschwester. Ist down. Warte, ich glaube von hinten, nee, kommt nichts. Okay, Moment, da ist ein Crawler, oder? Nee, das ist das Schwein. Die Cheerleaderin ist hinter den Schweinen her. Sollen wir die auch killen? Nee. Warte mal, ich kann gerade. Kann man eigentlich den Pfeil wieder irgendwie von der Sehne nehmen? Ich glaube nicht. Okay, dann noch Large Bone. Dann ist noch Gunpowder hier am Start. Und ich durchsuche mal die Krankenschwester. Die hat gar nichts. Okay. Durchsuche auch immer die Postkästen. Hast du alles? Passt. Dann gehen wir noch rein, oder? Wo? Wo lässt das runter? Hast du was gesehen? Da, ich seh's, da hinten, das rote. Oh, es ist ein bisschen zu weit weg. Seh's nicht mal. Komm zu mir. Oh, das lohnt sich halt aber schon hart. Aber das ist extrem weit weg. Das schaut so aus, als wäre es so weit weg. Seh's nicht. Das gelbe Ding da hinten. Ich seh hier gar nichts. Okay, dann komm einfach mit. Ja, ich weiß nicht. Ich schaue jetzt gerade nochmal über die... Wir können Hügel ja ein bisschen Kuppe, nach unten gehen. Wir bräuchten bloß... Ich habe jetzt das Bier noch, das reicht erstmal eine Zeit lang. Also, Essen bin ich ganz gut dabei. Ja, das ist... Oh, das ist echt weit weg. Glaube ich... Na, das... Sollen wir da hin? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht, wie weit es weg ist. Musst du entscheiden. Denk mal, das lohnt sich schon. Also, bis jetzt hat es sich immer gelohnt, eigentlich dahin zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir sollten. Ja, weil da, wenn er, ganz ehrlich, da kann auch eine richtig fette Sniper drin sein oder sowas. Ist da Riesenwasser? Was?
Wasser? Da ist Wasser. Ja. Und? Kommst du in das Wasser tief rein? Ach so, nee, ich schweb so drüber. Ich bin ein Maki Jesus. Maki Jesus! Warte mal, ich muss hier mal kurz das Zombie kalt machen. Ja, ich, das ist gut, weil ich brauche in der Zwischenzeit, komme ich mal ran. Randa, denn sie will ja. Bam! Was? Lass mich ran da. Lass mich ran da. Okay, ich bin gerade ein bisschen ausgepowert, Maki. Ich muss mal kurz einen kleinen Stop einlegen. Ja, ich schau noch mal kurz über die nächste Hügelkette und schnapp mir. Oh, so viel Kotonen. Kotonen. Ich muss nur kurz mir merken, das ist fast. Ja, bisschen links. Nein, rechts vom Norden. Alter, da hinten ist irgendwie irgendeine Pyramide oder sowas. What? Ich brauche noch mal ein paar Arrows. Arrows. So 20 Stück sollten reichen. Hey, da ist wirklich was. Oh, nice. Da können wir doch gleich nochmal einen Abstecher machen. Ja, aber Abstecher sind gut. Abstecher sind fein. Das haben wir nämlich in den letzten 50 Folgen, sage ich jetzt mal, in unserem alten Let's Play eigentlich ein bisschen vernachlässigt, finde ich sogar, das Erkunden. Am Schluss dann, wo wir schon Shotguns und so weiter hatten, dann wurden wir bisschen Explorer-Style. Ja, so ein bisschen erkundungsfreudig. Oh. Noch einer? Ja, seh's. Okay. Nice. Sehr geil. Oh, da kommt noch einer. Echt? Warte mal. Bam. Doppelpfeil. Der Doppelpfeil hat zugeschlagen. Da hat nichts Gutes dabei. Da ist noch ein... Oh, nett. Oh, ich warte mal, ich schau mal, ob der Wagen irgendwas zu bieten hat. Fire Axe. Yes. Was? Eine Fire Axe, ich habe eine, dann wäre noch Gas Can, aber die nehme ich jetzt mal nicht mit. Was habe ich da gerade gefunden? Wooden Club, braucht kein Mensch, aber ich habe einen Hunting Rifle Stock gefunden. Ich habe eine Hunting Knife gefunden, ich habe Shotgun Shotgun Short Stock, Glass Jars und eine Cloth Armor Chest. Marki, da kommt was. Wir sind nicht alleine hier. Wir sind nie alleine, das müsstest du wissen. Erwischt. Ja, da kommen mehrere. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Voll die Ebene hier. Voll krass. Versuch den einen da noch wegzumachen. Ganz ehrlich. Okay. Ganz ehrlich. Machen wir ein richtiges Let's Play draus. Nicht nur ein paar Folgen, sondern ganz. Willst du richtig, so richtig ich hier will's schmutzig. 7 Days to Maki ganz schmutzig haben? Oh ja. Geil, finde ich gut. Liebe Freunde, somit ist es entschieden, weil ich habe mich nämlich schon entschieden gehabt. Was? Ich wollte das als Let's Play bringen, ja. Aber jetzt habe ich eigentlich nur noch die Bestätigung von Maki gehabt. Ja. Ganz ehrlich, das ist einfach zu gut. Das macht viel zu viel Spaß, dass wir das jetzt aufhören würden. Nein, das geht nicht. Passi Pro! Da kommt noch eine. Schmutzig, Baby, schmutzig! Du ich muss nur gerade schauen, ob ich noch ein paar Pfeile am Start habe. Aber ich glaube, ich kann mir sowieso noch ein paar machen. Arros. Arros? Oh Arros. Nein, ich habe schon wieder was. Pistols. Oh, nice. Oh, ich hab nur keine... Oh, stimmt, ich brauch unbedingt Feather. Known. Heather. Ah, ich krieg's nicht aus der Hand. Ah, oh, jetzt. Blast Chars. Ah, ich habe eine Hunting Knife. Oh, die ist sogar blau. Great Hunting Knife. Was? Warte mal, wie viel Schaden macht denn die? Entity Damage 6,85 und die macht... Oh. Okay, ich werde jetzt hier diese Hunting Knife benutzen. Warte, jetzt muss ich gerade kurz gucken, dass wir in die richtige Richtung gehen. Das hier müsste die richtige Richtung sein. Wir müssten es doch irgendwann sehen, oder? Soweit weiß nicht, wie weit es weg war. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Boomer, Vorsicht, das ist so ein großer Boomer. Ich brauche Feather. Warte mal sehen, ob ich den von hinten ein bisschen abmessern kann. Vorsicht, Maki, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nice. Wir haben ihn. Oh, der ist aber schön gestorben. Oh, 27 Animal Fat, das nehme ich mal mit. Da liegt gerade die ganzen Bücher, die wir gefunden haben. Deine? Oh, da hinten gäb's Feather vielleicht. Oh, und da ist schon wieder das nächste Häuschen. Oha. Geil. Eggs, Feather, dann kann ich mir jetzt nämlich ein paar... Schaffst du die? Ja, die schaffst verdammt, du. Verdammt. Warte, geh weg. Bam. Alter. Umgefetzt. Jetzt mache ich mir ein paar Arrows. Arrows. Und zwar dieses Mal aus den Stones. Mein Stones Umbrella, aus den Bones. Was? Hey, Macarena, was? Oh, hi. Ja, aber ernsthaft? Das war doch vorher nicht so weit weg.
Oder es kam mir wirklich so nah vor. Am Schluss ist es auf dem Haus gelandet. Ja, irgendwie. Ja, was ist das für ein Haus? Das kannst du schon gar nicht mehr als Haus. Das ist ja kein Haus, das ist ja ein ganzer Wohnkomplex. Alter, geil. Auf so einem Ding oben drauf bauen wäre auch mal eine Idee, Marki. Ja, das haben sich die Zombies auch gedacht. Da oben sitzt nämlich einer. Nein, dann gehen wir da nicht. Alter, schau mal links. Wow, nochmal so ein Teil. Alter, da muss man rein, Marki. Da bringt uns nichts drauf. Ja, ich habe eine Fire Axe. Wir können uns durchbrechen, aber ich will jetzt trotzdem erstmal dieses Dings da finden. Wo ich die Richtung verliere. Vergess. Bin hinter dir. Also wenn was ist, ich brauche ein bisschen, bis ich aufschließe. Da hinten ist schon wieder ein Haus. Ich weiß auch nicht, warum ich so langsam bin im Verhältnis zu dir. Ich bin gerade aber auch ausgepowert. Also ab jetzt. Das kann auch nicht Marki, ernsthaft sein. Ich würde vorschlagen, wir machen diese Erkundungstour jetzt noch so bis, ich würde vorschlagen, keine Ahnung, bis um 14 Uhr oder sowas. Tageszeit hier. Ja, und dann drehen wir um. Sollten wir umdrehen, weil dann kommen wir noch rechtzeitig nach Hause und können noch ein bisschen aufbauen. Oha. Seh dich da vorne, ich bin gerade noch bei mir im Sichtfeld. Was? Ich bin schon so weit weg. What? Ja. Ah, ich sehe dich mit deiner Lampe. Die Lampe des Todes. Oh nein, da ist Wasteland. Ich will doch nur dieses doofe Ding haben. Das ist im Wasteland reingekracht, kann das sein? Scheint so, ja. Muss kurz nachladen. Oh verdammt, schaut es. Daher, wie so einem schlechten Horrorfilm. Und vor allem ist die Radioaktivität anscheinend rein. Wow, ich muss zurück. Nein. Wow. Warst du auch? Ja. Ich bin gerade eben erst reingelaufen. Nein. Alter Schwede. Hä, ich hätte nicht gedacht. Okay, spawn on my bedroll. Oh. Ha. Warte mal, wir haben die ganzen Sachen noch im Inventar, Gott sei Dank. Ja, ich habe das so eingestellt, weil mir war schon klar, dass wir ein paar Mal sterben werden. Und das Bier habe ich zum Glück nicht im Toolbelt gehabt. Was sagt uns das? Keine voreiligen Erkundungstouren. Außerdem müssen wir das gar nicht machen, ganz ehrlich, weil wir haben da so viele Dörfer in der Nähe. Wir müssen nicht so weit laufen, ja. Das macht keinen Sinn. Wir sind echt gerade weit gelaufen. Wir sind richtig weit gelaufen und es war aber auch cool. Es hat auch Spaß gemacht. Es war richtig geil. Und es macht so Bock, Freunde. Aber euch macht mit Sicherheit nämlich auch Bock. Krass. Das weiß ich schon. Ja. Aber der Marki und ich sagen jetzt Tschüssi mit Üssi. Bis morgen. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.